Valentine, da der Name ist auch Schnuppe. Kannst mal lieber Manni zu mir sagen, weil in meiner Opel Fanclub Gruppe, da ist jeder genau wie sein Wagen und ich fahr ja den Manta. Das ist ein starker Bock. Da drinne werd ich zum Panther und fahr dauernd um Block. Mein Kadett war der allerletzte Heuler. Da hab ich mir den Manta gezogen. Voll cool. Wie in Pickelab, so hat die Karre Spoiler. Die sind wie Frauen, Körper sinnlich gebogen. Das hat nur der Manta. Da drin bin ich zum Tier. Und so manch ein Verwandter hat, wenn ich drin sitz, Angst vor mir. Die Antenne geht von innen automatisch und die Boxen sind Affentittengeil. Und bei Irmscher, das find ich symptomatisch, gibt es jedes noch so ausgefeimte Extra-Teil für den Manta. Zu teuer ist da nix. Das war den glatt noch rasanter und er ist eh schon reichlich fix. Meine Freundin, das ist ne heiße Mutti, die sagt, Manni, dein Manta ist ein Muss. War das schöne Gerät bloß nicht kaputti. Und dann gibt sie ihm aus Interessen Kuss. Ja, sie liebt meinen Manta. Beinahe so doll wie mich. Mein Manta ist wie ein Verwandter. Gehört zur Family wie ich. Jeden Sonntag geh ich in den Disse. Und am geilsten find ich Samantha Fox. Seh ich Möpse, dann weiß ich, ja, das ist sie. Und in mein Auto, da wackelt jede Box, denn die heißt ja Samantha. Den Namen find ich echt toll. Ich fahr im Foxtrott mein Manta und dreh die Anlage auf voll. Ich heiß Heinz, na, der Name ist aus Schnuppe. Kannst mal lieber Manni zu mir sagen, weil in meiner Opel-Fanclub-Gruppe da ist jeder genau wie sein Wagen und ich fahr ja den Manta. Das ist ein starker Bock. Da drinne werd ich zum Panther und fahr dauernd um Block. In mein Oberclub bin ich wie zu Hause. Der Name Manni, der ist ja sehr beliebt. Dass ich daran, wenn ich so recht beschause, dass es in meinem Oberclub gleich 20 Mann ist, gibt alle von Manta. Die Jungs sind echt ganz groß. Mein Manta ist ein ganz bekannter. So, erstmal Tschüss, Jungs, ich muss los.